Hi, moin, grüßt euch zum neuen Game. Erstmal herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen heute Smartphone Tycoon. Wir entwickeln und produzieren unsere eigenen Smartphones und wir fangen damit gerade direkt mal an. Also hier haben wir Mitarbeiter Marketing Smartphone Bewertung. Dann machen wir erstmal Smartphone erstellen und schauen mal, was es hier so Schönes gibt. Auf jeden Fall. So, Bezeichnung des Smartphones. Machen wir einfach mal Blacky Phone 1. Eine kleine Fliege. Soll natürlich schön schmal sein. Die wow, dicke. Mal schön schmal. Zentraler Knopf den Breiten, das ist ganz klar Lautsprecher. Links. Oh, lassen wir mal so. Decken das. Ganz eckig hier, wie wir hier sehen. Also. Bisschen so Ecken des Bildschirms. Hier schon mal einen runden Bildschirm gesehen, so nee. So Sperrknopfstil, da können wir noch nichts verändern. Position, da können wir auch noch nichts. Farbe. Mal so ein schönes Grau. Design und Material. Logo. Oder doch. So sieht's. Hier können wir auch noch nicht verändern, aber unter Ende des Games dann quasi. Das müssen wir erstmal alles erforschen quasi im Marken. Gut, Scanner. Fingerabdruck hinten, ja, auf jeden Fall. Position. Jeder kennt es, wenn man es umgreift, dass man dann dahinter packen kann. Nein. Weiß ich nicht. Gut, lassen wir das mal so. Bildschirm. Den IPS. Kamera. Innenkamera soll auf jeden Fall 12 Megapixel haben. Position ist okay. Beide dritte und vierte Kamera können wir auch nicht machen. Dann die Frontkamera. Ja, gut, alles zwei Hochauflösungen machen wir. Die vordere mal so auf 8 Megapixel und die hintere auf 12. Prozessor und Speicher. So, da haben wir hier den Infill. Da haben wir noch MediaRack. Serie 3, 4. Machen wir erstmal so ein gemischtes, ein guter Misch aus Macht und Leistung. Machen wir hier mal 2 GB RAM und ROM. ROM weiß ich gar nicht, was das ist, keine Ahnung. OS zusätzlich. Ja, Batterie 2000 mAh, das ist immer sehr gut. Betriebssystem haben wir Android, Touch, Sim. Waterproof, okay, Wireless Charging, Face ID. Das hört sich gut an. Lautsprecher Stereo modern. So, haben wir natürlich Sound Shadow 2.4, dass wir einen schönen Stereo Klang haben. Und natürlich Position für
Für einen Klinkenanschluss quasi externes Mikrofon machen wir da nach unten. Genau. So, lassen wir das. Kostet 513 Euro. Fertig. Schauen wir es uns mal an. Selbstkostenpreis 513, Verkaufspreis. Dann machen wir mal auf 6,50. Ah, ne, komm, 7. Ah, 6,99. 6,95, das ist auch. Zusammenbau erstellen. So, schauen wir mal, wie es läuft. Ich hoffe, das kommt gut bei euch an. Ich bin selber gespannt auf dieses Game. Ich zock's jetzt zum ersten Mal, also wenn ich irgendwelche Fehler oder sowas habe, könnt ihr mir gerne helfen. So, Vorbereitung. Technologie, Design. Ax, okay. Ja, 4 Mitarbeiter haben wir schon. Und nach werden wir natürlich dann auch das Büro erweitern und halt noch mehr Mitarbeiter einstellen. Bin gespannt, wie es wird. Fans, also wir kriegen auf jeden Fall schon Fans dazu. Richtig cool. Lecky Phone 1. Ja. Spielt auch in der Zukunft, wie wir sehen. 25, 27, 26, 2020. So. Design, Technologie, Bugs. Okay. Aktuell hat es nur 51 Bugs. Ich hoffe, die werden noch alle rausgeholt. Dass mal hier so ein völlig verpacktes Telefon auf den Markt bringen. So, Leggy Phone. Ah, jetzt geht's hier, okay. Voll dran, quasi die Fehlerbeseitigung zu beheben. Ach, schön. Oh, wir kriegen auf jeden Fall schon ordentlich Fans dazu. 332 haben wir schon. So. Was ist das jetzt? Okay. Kopie 59.843 erstellt. Kosten 30 Millionen. Budget 95. Okay, erstelle Smartphones. So sieht's aus. Also mir gefällt's. Schönes graues Design. Aber wir werden ja natürlich von Schritt zu Schritt hoffentlich besser. So, schauen wir es uns mal an. Dieses Unternehmen wurde von einem Smartphone angenehm überrascht. Okay, so fettes Smartphone. Ja, jedem kann man es nicht recht machen. Sehr interessante Idee. Zu schwache Batterie. Die Batterieladung reicht nicht aus. Gut, also hier können wir überall dran arbeiten. Da können wir es schmaler machen. Der hat uns auf unser Unternehmen bewertet. Sehr schön. Eine interessante Idee. Ja, also müssen eine größere Batterie reinmachen und das Smartphone ein bisschen schmaler. Gut, nehmen wir das auf jeden Fall mit für das nächste Mal. So, dann müssen wir natürlich noch ein bisschen Marketing machen. Haben wir hier Radio. Da haben wir überall mal 1,25 Millionen. Machen wir mal alles fürs Marketing, dass wir da vorwärts kommen, dass wir schöner viele Handys verkaufen.
Haben auf jeden Fall schon wieder reingeholt. Ah, sehr schön. Also Research Lab. Hier können wir ja Handy upgraden quasi. Da gehen wir erstmal rein. Bildschirm. Kamera. Gott, was hier alles gibt, ne? Vordere Kamera. Okay, Prozessor, Speicher. Batterie hatten wir ja gesagt. Das machen wir auf jeden Fall. Dass wir da mehr Kapazitäten kriegen. So, es lädt kurz. 15.000 Handys schon. Wahnsinn. So, gehen wir hier nochmal rein. Lautsprecher, Ton. Hero OS. Serie hinzufügen, Büro, genau, machen wir hier nochmal Büro Level 15, außen die Seite des Smartphones, da haben wir dann dicke, okay, das können wir nicht mehr, ein kleines nehmen, so, dicke das mal, geht auch nicht. Gut, lernen wir das. Und dann schmeißen wir gleich das nächste Handy auf den Markt. Je nachdem. Oh, 18.000 verkaufte Handys schon. Wahnsinn. 21.000, 22.000, 23.000. Menschenskinder. So, Büro aktualisieren. Ja, für 1 Million. So, mal gucken, wie viele Leute jetzt da sind. Boah, wow. Ich hoffe, ich reite uns hier nicht in Bankrott. So, gucken wir nochmal nach neuen Mitarbeitern. Nein, okay. Können wir mal 3 von 10, 6 von 10. Oh, da sind wir schon fertig mit der Folge. Die stellen wir noch ein hier. Den. Wow, 18.000 im Monat. Lecko. Gut. Gut, 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 gut. Oh, Büro ist voll. Wir verkaufen als noch unser Smartphone. Richtig geil. Na gut, hier und da. Man kann es halt nicht jedem recht machen. Und in der nächsten Folge machen wir dann natürlich das nächste. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt es mal in die Kommentare, wie es bei euch so ankommt. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da. Dann kann ich das quasi weitermachen. Mache ich auch wahrscheinlich auch so noch ein bisschen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin raus. Bis denn dann, euer Blacky. Ciao.